Ich liebe sehr den Impressionismus, die französische Malerei, Impressionismus und so weiter. Und ich konnte das ganz gut machen, als ich anfing. Aber da entstand immer das Problem im Sinn, das darfst du wirklich nicht machen. Du musst wirklich die unangenehmen Sachen machen, die harten Sachen machen. Ja. Boris Lurie ist für mich kein Holocaust-Künstler, sondern ein Künstler, der mit dieser Erfahrung im Hintergrund sein Leben gelebt hat und seine Kunst gestaltet hat. Seine ganze Kunst, seine ganze No-Art heißt eben No, nicht nur zur Kunst, heißt auch No zur Gesellschaft, heißt No zum Konsum, heißt No zur Politik. Ja. Boris is a very sensitive man, very compassionate, very opinionated, very intelligent, very creative and had a temper when he was thwarted.